Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your handler is... Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Saints Row 4 im Multiplayer im Koop-Modus mit dem Mark Coxy. Hallo und ich kann's kaum erwarten. Los geht's. So, bist du hinterm LKW oder wer bist du? Ah, okay, dann ist über deinem Kopf ein gewisses Zeichen. Oh. Hast du den gerade? Bist du das? Ja, ich bin das. Ach, sehr schön. The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the US sent Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists? Seriously? Ach, das ist ja so geil. Also ich muss gestehen, ich habe schon gespielt, bis ich meinen eigenen Charakter erstellen konnte. Das waren so circa 10 bis 15 Minuten. And we're in. Get my back. Oh yeah. Die Musik, die ist ja richtig geil. Sag mal, stirbt der jetzt? Da, jetzt endlich. Am besten sprechen wir uns drüber ab, wenn wir hinter einer verschlossenen Türe stehen, wer welche Seite übernimmt. Ja, genau. Ich muss erstmal mit der Steuerung jetzt mal klarkommen. Ah, okay. Oh, oh, oh. Nahkampf. Ach, zu spät. Also ich habe noch kein Spiel im Koop gespielt, außer Battlefield 3. Nee, das ist ja keine, das ist ja nicht die Koop-Kampagne. Das kannst du so nicht miteinander vergleichen. Ja, ist schon klar, aber das einzigste Koop überhaupt jetzt, was ich gespielt habe, war Battlefield 3 mit dir. So ein Spiel, die Kampagne im Koop habe ich noch nie gespielt. Ah! Okay. Also ich glaube, ich muss da was ändern in den Optionen. Puh, Anzeigemodus. Hm, nee. Ich möchte irgendwie meine Maus flüssiger haben. Die ruckelt so ein bisschen. Das musst du unter Steuerung. Und da gibt es da Mausintensität oder so ähnlich. Ja, ich guck mir das mal an. Option. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Ach, bei 15. Das ist natürlich viel zu wenig. Machen wir gleich mal 60. Mausempfindlichkeit links, rechts. Oh Gott, was hat das zu bedeuten? Dann machen wir 20. Nee, mach viel mehr. Mach 50. Okay. Ja, ja. Ja, wir spielen Koop. Ist das nicht hammer mega fett? Mhm. So, und jetzt weiter bitte. Ja. Alter. Was zum Teufel? Ja. Ja, ja. An der Kopfnuss und eine Ohrfeige und ein Tritt in die Magengegend. Hä? Irgendwie hatte ich gerade deinen Charakter in meiner Filmfrequenz. Oh. Da kann der ist doch gar nicht tot. Wie? Das ist jetzt schon wieder. Ich muss nochmal in die Option, das ist viel zu schnell. Boah, das gibt's doch gar nicht. Kannst du was nicht vorher einstellen? Wir sind hier mitten im Let's Play und ich bin so, ich will jetzt zocken. Ja, Menschenskinder, an die Mausempfindlichkeit habe ich doch gar nicht gedacht. Als Zocker muss man da dran denken, du. Ja. Als ob du das gut durchgedacht hast. Ich habe es am Anfang gleich eingestellt. Achtung, Achtung, Achtung! Oh Gott, das ist immer noch zu schnell. Das gibt's ja gar nicht.
Hast du das 5% runtergeschraubt oder was? Nein, 30. Oder 20. Wie ducke ich mich jetzt? Gibt's hier gar nicht die Funktion, oder? Nee. Nee, die gibt's hier echt nicht. Okay, gut. Pierce, meint die Dame Aiden Pierce, oder? Ach, wir machen da jetzt mal einen Nahkampf. Hä? Danke. Zack. Schnell wechseln, wechsel doch schneller, du! Ah! Da steht ein Feind direkt vor mir. Alter, die heben aber echt was aus, ey. Ja, die sind nicht übel. War das ein Erdbeben, oder? Das sind, glaube ich, Explosionen oder so, aber ich weiß es ja nicht. Jetzt müssen wir hoch, oder? Sehe ich das richtig? Ja, also ich bin schon mal oben. Ja, korrekt. Und dann direkt links, links und dann geht's da weiter. Da ist ein Feind. Ne, das Mitspieler ist das. Ha, ich stehe rechts neben der Türe. Vielmehr links. Da geht's. Okay, gut. Gut, jetzt ich brich die Tür auf. Das bin ich. Ach so. Oh. Fokus Boost. Headshot, mach doch Headshot. Da ist ja noch einer. Hey du Arsch. Den hast du gekillt. So, geil. So, und jetzt fliegen wir da, glaub ich, gleich eine Rakete hoch. Das ist ja so geil gemacht, so Koop. Das gefällt mir echt. Oh Gott. Zack. Ja, mach. Ja, genau, bring den um. Schön, wie das Blut spritzt. Das ist Wahnsinn. Fuck. So, ich bin der Erste hier am Punkt. Nein, das gibt's doch nicht. Schnell, schnell, renn du. Ich glaube, das bin ich. Das bist du, ja. Also ich bin's mal nicht. Warte, ich helfe dir. Vielleicht geht's. Wenn ich dir helfen könnte, dann würde ich dir helfen. Leertaste, keine Panik. Zack. Zack. Geil! Machst du das gerade? Ja. Leertaste. Geil. Oh Kopfnuss. Boah, jetzt komm! Scheiße. Boah. Zack. Jetzt stich rein! Oh! Nee, du hast ja das Messer gar nicht, du haust ja nur drauf. Ja. Warum muss ich das gerade sein? Wenn du als Erster runter gesprungen bist. Zack. Ah! Und rein geil in die Lava. Scheiß, Mann, geiler Scheiß, ey. Richtig geil. Ach du Scheiße. Ben! Es geht gar nicht! Ich kann nicht rennen! Ja, ich auch nicht, aber jetzt. Wo geht's hin? Da. Links! Nein! Die Rakete! Nein, ich bin da nicht draußen! Ich komm da nicht hin! Ich komm da nicht hin! Und ich häng an der Rakete, das ist nicht viel besser! Mann! Na oben! Hallo? Scheiße. Miss, sollte ich vielleicht doch Musik ausmachen? Also ich höre keine Musik. Ja, dann ist es gut, weil ich höre Musik. Okay, dann, wenn du keine hörst, dann ist es okay. Weil da kommt nämlich gerade Musik und wenn du die okay anhättest, dann wären wir richtig gearscht. Ach du Scheiße, jetzt pass auf. Ich kletter jetzt gerade direkt. Ich geh da jetzt rein. Und ich hab da jetzt irgendwie die Sicherung. Ja, das hab ich auch. Okay. Ja, ich vermisse dich auch. Das ist so crazy, das ist so crazy, das Spiel.
Oh je, also nachher dürfen wir ein bisschen spielen und an unserem Charakter basteln. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich jetzt noch Freizeit habe. Das ist natürlich schlecht. Also wir haben uns da für euch ins Zeug gelegt. Wir haben da über eine Stunde rumgemacht, bis wir das mal wieder hatten. Und jetzt geht's. Ich bin so froh, Mann. Ja, das kannst du laut sagen. Zack. So, und jetzt... Und raus mit der Sicherung. Raus mit dem Scheiß. Braucht man nicht. Boah, wir sind bestimmt schon, keine Ahnung. Oh, Abflug nach unten. Und jetzt hier runter. Jetzt explodiert nämlich das Ding, glaube ich. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, ja doch. Ja. Ah, episch, episch. genau. Saints Row 4. Ah, geiler Scheiß. Applaus, Applaus. So macht's doch gleich mal Spaß am Anfang. Oh Gott, ist das geil! Oh Gott! So, und jetzt Ruhe bitte. Shit! Eingabe fortfahren, aber hallo. Gibt's doch nicht. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Mhm. Präsidentschaft freigeschaltet. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen. Berater freigeschaltet. Mach alles okay, 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 okay. Und noch einmal Vizepräsident David. Das ist das crazy. Geil. Das ist so crazy. Fliegt er da einfach rein, legt sie auf den Stuhl und seine Beine noch überkreuzt. Ganz easy alles. Ja, der hat eben Stil. Ah ja, das wird noch geiler, das wird noch geiler. Und noch viel komplizierter. Das war jetzt ja noch ein bisschen amateurhaft. So, wen wähle ich denn? Welchen Präsidenten? Den ganz am Anfang, glaube ich. Wie kann man ihn noch anpassen? Mhm. Aber ich habe hier jetzt einen Ladebildschirm vor mir. Oh ne, ich wähle eine TUS. Ich wähle eine TUS. Ach, geil. Ja. Ach so, hätte man das wählen müssen. Ich habe da immer nur Enter gedrückt. So. Körper. Geschlecht. Also tut mir leid, ich komme hier nicht weiter. Nein, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wo bist denn du überhaupt? Ja, ich habe hier so ein Ladescreen vor mir. Mhm. Und da, wo ich die ganzen Dinge freigeschaltet habe, da habe ich hier mal Enter gedrückt und dann stecke ich hier jetzt fest. Nee, die muss dünn sein, die muss echt dünn sein. Nebenhaut. Und Sex Appeal voll. Alter, das ist so krank. Das ist so krank. Boah, nee, Jung. Hallo, ich will weiter. Hallo. Ja, 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 ja. Tanga Bikini Bräu. Hallo, die Einstellungen, wo du hier gerade machst, die hatte ich nicht mal. Die kommen vielleicht noch. Ja, ich hoff's. So, fertig. Ich hoffe es. So, wie geht's jetzt weiter? Ich muss wahrscheinlich auf dich noch warten. Geht gut. Ja. Wenn das nicht mal das nächste Problem ist, meine Freunde. So, jetzt habe ich das alles fertig. So, und jetzt zurück, oder? Ich gehe einfach zurück. Ah, okay. Ja, okay, ich muss das Spiel starten. Warte, ich mach noch ein kleines. Ja, 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 okay. Spiel. Kleines bisschen geht's noch. Kleines bisschen geht's noch. Also eins ist sicher, im nächsten Part werden wir ein bisschen mit dem Charakter spielen und ein bisschen umändern. Ja, das machen wir im nächsten Part. Ich starte mal das Spiel, dass du da auch mal reinkommst. Das können wir ja alles noch beim Chirurgen noch ändern lassen. Ja, aber da müssen wir, glaube ich, Geld zahlen oder ja, irgendwie ja. Noch was freischalten. Ich weiß ja nicht, wie einfach das da ist bei dem Spiel.
Ach, das geht schon relativ einfach. Beziehungsweise wie schnell So, man also ich warte auf dich jetzt übrigens. Geld zusammen hat. Ich warte auf dich. Ja, ich warte auf ein fortsetzendes Bild. Wo bist denn du drin? Ja, immer noch in dem Wartescreen-Dingensbums. Warum, was für ein Wartescreen? Naja, da unten links ist das Saints Row Logo und alles ist dunkelblau und schwarz und keine Ahnung. Geh mal auf Escape. Reagiert gar nichts. Enter, linke Maustaste, Leertaste, nix, nix. Weil ich warte nämlich gerade auf dich. Ja. Du warst ein bisschen zu voreilig. Naja, du hast gesagt, ja, Enter, Enter, Ja, mach ne, aber weiter. nicht du. Das soll die ganze Abzeichen da enter, aber. Ja, habe ich doch gemacht da bei dem Freischalten und so. Du, ich glaube, wir müssen hier einen Cut reinlegen. Okay, machen wir hier einen Cut rein und machen beim nächsten Part weiter. Genau, bis nachher. Genau.